Hallihallo und herzlich willkommen beim neuen Let's Play von Minecraft Pixelmon. Ja, in diesem Projekt werde ich ja alle Pixelmon, also Pokémon, sammeln und Städte bauen, Arenen bauen und dann die Welt recht belebig machen mit anderen Mods auch, zum Beispiel dem Custom NPC Mod ist drin. Hier seht ihr die Liste. Da ist Custom NPC, da kann man NPCs spawnen lassen, auch Pokémon. Und in diesem Pack hat es auch noch einen Shader, aber der hat immer so schwarze, also schwarze Screens, schwarze Einblendungen, also ja, wo er wahrscheinlich irgendwie nicht geladen wird und so, dann habe ich ihn ausgemacht. Ich kann ihn euch kurz dann zeigen. Wir machen eine Welt und die nennt sich. Wie nennt sich die? Kanto, Yoto. Nein, nur Kanto. So. Ja, ich werde dieses Let's Play recht rollenspielartig machen. Also ich werde es so machen, dass ich zuerst alle Orten sammeln muss und dann Pokémon Liga machen muss. Und dafür müssen wir uns gut vorbereiten. Außerdem müssen wir viel farmen. Dann habe ich Mistcraft installiert, damit wir woanders farmen können. Aber ich würde schon ein bisschen natürlich in der normalen Welt farmen, aber einfach nicht so, dass alle Gegenden kaputt gehen, gemacht werden oder so. So, also dann haben wir hier alles. Dann machen wir Start. Bin mal gespannt, weil ja das letzte Pixelmon-Projekt von mir ja nicht so gut vorbereitet war und so und der so ein bisschen. So jetzt. Achievement Get, okay. Jetzt können wir zwischen den Starter-Pokémon der ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Generation wahrscheinlich wählen. Und das letzte Mal habe ich Charmander genommen, weil ich ja Drachen mag. Aber dieses Mal möchte ich gerne einen eigenen Charmander, also Glumanda, holen, mir fangen. Deshalb möchte ich entweder Piplup, Trico, also wie heißt er auf Deutsch? Gekabo oder eines der Feuer-Pokémon nehmen. Ich bin für Piplup, also wir können die anderen Starter-Pokémon dann auch fangen. Da möchte ich gerne mit Piplup anfangen. Nehmen wir das und wir spawnen hier in einer Ebene. Da drüben ist eine Savanne, sehr schön. Ich möchte gerne jetzt Waypoint setzen. Der Spawn heißt, damit wir wissen, hier ist der Spawn. Nein, nicht so. So. Gut, dann schauen wir mal die Map an. Ah, ein Pokémon Center habe ich da in Sichtweite. Also es ist eine recht, naja, nicht ganz hübsche Welt, aber sie sieht gut aus. Also, jetzt muss ich kurz schauen, wo genau das ist. Also man geht zum Wald und dann links. Dann haben wir nämlich direkt einen Pokémon Center am Spawn und können dann dort schon mal die Geräte benutzen. Das ist sehr schön. Ah. Dingcraft ist auch noch drin. Harvestcraft, sehr schön. Zuerst farmen wir hier mal ein bisschen Holz. Das ist das Wichtigste eigentlich. Haben wir eine Kiste angemacht? Da muss ich noch die Kiste kurz suchen. Aber ich glaube, hier haben wir gar nicht an, oder? Wir machen zuerst einmal ein Crafting Table. So. Ist es normal, dass es so klein ist? Muss ich das noch einstellen? Wie ihr gesehen habt, ist es ein Modpack. Da habe ich noch ein paar Mods hinzugefügt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Ihr werdet es dann unten erfahren. Der beschreiben.
Open Chat machen wir auf Return. Ich möchte, was wollte ich schon wieder anstellen? Genau, was wollte ich anstellen? Okay. Difficulty machen wir mal auf Peaceful. Und jetzt habe ich es vergessen. Okay, dann machen wir mal weiter. Bis dann. So. Hier hätten wir Äpfel. Okay. Haben wir hier noch ein Ding? Weil wir wollen zum Pokémon Center gehen. Dann brauchen wir schon ein Setzling da oben. Gut. Ja, die droppen jetzt gerade nicht so sehr. Komm, noch ein Setzling, dann haben wir gleich zwei Bäume dort. So. Ah, ein Happy Tag, gut. Also, da hat es einen Elektroball, oder doch, das ist ein Elektroball, der andere ist ein Voltoball. Ja, da ist die Kiste, sehr schön. So. Mal schauen, was wir drin haben. Okay, dann hat sich doch gelohnt. So. Das ist immer schön, eine kleine Kiste zu haben, die uns den Start ein bisschen erleichtert. So, ich möchte ja, zum Pokémon Center gehen, da haben wir es schon. Oh, haben wir so viel Loot schon durch die Housecraft Crops. Ja genau, Magikarp. Hallo. Können wir das angreifen? Also der erste Kampf. Der erste Kampf mit Pfund. Wow, sehr viel Damage. Die Magikarps, die können nur mit Splash, also mit Plancher angreifen. Deshalb sind sie für uns das gezielte Opfer. Noch ein bisschen, komm. Yay! Und Level 6. So einfach. Zwei rohe Fische haben wir bekommen. Und Level 6. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir Höhlen, okay, merken wir. Und jetzt. Oh. Dodu. zwei sogar. Okay. Okay, da können wir auswählen, was wir denn nehmen. Ah, dann hätte ich eine gute Idee, wie ich das Pokémon. Also wie ich hier baue. Weil wir hier ja eine Wüste haben und eine Savanne, könnten wir so ein bisschen im Western-Stil anfangen. Die erste Stadt werde ich wahrscheinlich woanders bauen. Okay, dieses Pokémon Center möchte ich nicht benutzen. Das ist dann doch schon zu gefährlich hier. Möchte ich doch ein paar Sachen mitnehmen. Kann ich das abbauen ohne? Nein. Okay, aber wir machen sie trotzdem kaputt. So. Eins als Sicherheit benutze ich noch. Das ist schlimm hier. Wer hat denn das gemacht da? Das ist. Also das geht mal gar nicht. So, ein paar Bücherregale noch mitnehmen. Also es ist schön, also der Anfang gefällt mir jetzt. Ich weiß nicht, in welchem Mod hat man das schon, dass man am Anfang schon ein brennendes Pokémon Center hat, das abgerissen werden sollte, bevor es abbrennt. Aber ich lasse das mal. Und wir gehen weiter.
bisschen den Sound leise stellen von der Musik. So. Ah, wie heißt dieses Pokémon? Das ist die Weiterentwicklung vom Riolu. Pixelmon. Okay, das Pokémon heißt Pixelmon. Merke ich mir. Gut, das heißt wahrscheinlich alle Pokémon in diesem Mod, weil der Mod halt nur Pixelmon erkennt. Ja, genau. Heißen jede. Außerdem möchte ich noch ein bisschen die Sounds der Pokémon runterstellen. Das ist wahrscheinlich Friendly Creatures. Machen wir Hostiles auch. Das bringt es uns aber nicht, weil die ja nicht spawnen. So. Ja, dann haben wir hier ein schönes Pokesender. Wieso spawnen die eigentlich quer? Das ist nicht so schön. Können wir gleich hier das Crafting Table reinmachen. Gut. Wir haben das, die Materialien. Dann machen wir uns mal eine Kiste. Ah, wir haben schon zwei Kisten, stimmt. Hier. Und hier tun wir mal alles Zeugs rein, das wir jetzt gerade nicht brauchen. So. Da benutzen wir den hier. Gut. Und kurz mal Pokémon heilen. Klingen. So, sehr schön. Also, das ist momentan unsere Bude. Und hier haben wir sicher irgendwo eine Höhle auch. Hier drüben haben wir ein Extremely Hill. Das heißt Luxio. Okay, hier bei im Englischen. Sind halt alle Namen auf Englisch. Ja, genau hier. Perfekt. Schön, können wir schön Kohle abbauen. Also ich kann euch jetzt kurz den Shader mal zeigen. Ich weiß nicht, wie man das fixt. Das ist nicht hier. Ja, danke. Danke fürs Legen. Also fürs Durchsuchen. Danke. Ich brauch's nicht. Dann nehmen wir mal Ultra kann ich auch kurz zeigen. Ja, momentan geht's recht flüssig. Ist scheinbar wegen dem... Ah, jetzt seht ihr ein bisschen, wird's manchmal schwarz. Ich kann mal Ultra einstellen. Und das ist dann extrem, also... Ich mag's jetzt nicht, so die Unschärfe-Effekte. Wenn, dann stellen wir mal auf Medium. Ja, genau. Aber eben, seht ihr, das ist nicht so gut, wenn dann manchmal schwarze Frames kommen. Aber ja, okay, es ist schon recht schlimm. Ich stelle es jetzt mal wieder ab. Wenn einer weiß, wie das weggeht, darf es gerne mir schreiben. Also an den FPS liegt es ja nicht, aber ich habe immer noch 150 FPS. Ich habe es auf 150 hochgeschraubt, weil es Maximum, glaube ich, 120 war. Und so sehe ich eher, wenn mal etwas nicht so gut läuft. Ah, schaut mal, können wir die schon abbauen? Nein, da müssen wir noch ein bisschen warten. Das ist Bauxit, damit kann man dann Blei machen. So. Also. Dann gehen wir kurz zurück. Machen uns ein paar Öfen. Und gehen dann ein bisschen erkunden, bevor wir dann irgendwas anpflanzen. Ja, so Eisensmod und so werde ich wahrscheinlich eher so zum Dekorieren machen, weil wir ja keinen Hunger bekommen. So, einen können wir machen. Dieses Geräusch nervt mir ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man die abreißen kann, ohne dass man sie verliert. Ist ein bisschen ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie man das Geräusch leise macht oder so. Aber gibt's hier...
Wetter machen ein bisschen leiser. Blocks. Machen wir mal ein bisschen Blocks drunter. Vielleicht ist dann das irgendwie etwas. Ah, schaut mal an, ein Pokéball und ein Tropical Garden. Sehr schön. Die sind leider ein bisschen zu hochlevelig. Ich möchte die irgendwann mal fangen. Ich glaube, die werden sowieso recht oft spawnen hier. Weil wir haben noch keine Pokébälle. Wow, was ist denn hier los? Sportball. Können wir mit dem eins fangen? Ich möchte gerne ein Level 9. Wo war das? Oder ein Level 7. Ein Level 7. Ja. Dann machen wir mal Pfund. Oh, das ist stärker als wir, ja. Und es ist geflohen. Das ist nicht so gut, wenn das flieht. Wir schießen jetzt trotzdem sofort den Ball. Wenn es drin ist, dann ist gut. Lol, das buggt ein bisschen. Und wenn es nicht drin ist, dann... Ja. Ja, ja. Wir können es nicht fangen. Und wir können auch nicht abhauen. Wir sind tot. Okay, mein Pokémon ist tot. Ja, es ist halt sehr imbalanced am Anfang, dieses Pixelmon-Game. Auch weil eben random einfach so Monster spawnen, also Pixelmon spawnen, ist es halt nicht. Also ist es keine Kunst am Anfang, die Pokémon kampfunfähig zu haben, alle. Das ist ein bisschen schade. Aber nun. Es ist ein Mod. Es muss ja nicht unbedingt sehr gut sein. Und schlimm ist es ja nicht. So. Pixelmon sind immer noch sehr laut. Aber ja, für mich ist es laut als YouTuber das Video anschauen. Auf YouTube werden die Videos immer leiser. Und manchmal ist es positiv, manchmal negativ, aber meistens ist es schon positiv. Muss ich es halt ein bisschen aushalten. Kamerupt, okay. Also wir spawnen auch sehr hochlevelige Pokémon und dann auch Legendaries. Aber die sind extrem selten. Wenn man die mal antrifft, das wäre ein Wunder, dann muss ich wahrscheinlich in den Config etwas umstellen. Was ich in einer der Folgen dann auch noch hinzufüge, ist, dass die normalen Tiere spawnen, weil sonst finden wir nicht genügend Wolle. Und sonst eben vielleicht noch ein paar Änderungen im Config, aber das ist minimal und ich lasse euch mal entscheiden, da ist sowieso bei mir auch immer... Oh, so eins will ich. Die sind richtig nice. Die sehen auch gut aus. Ja, ich will einfach, dass ihr mit bisschen mitmachen könnt, bisschen mitentscheiden könnt, was ich so machen soll. Und ja, ihr dürft dieses Projekt mitentscheiden, mit verändern und so weiter. Und ja, ich freue mich drauf und werde mein Bestes geben und auch die Sachen, die ihr wollt, annehmen. Also ja, wenn es jetzt etwas schwerer ist, dann geht es vielleicht mehrere Folgen oder ja, je nachdem. Ich werde jedenfalls am Anfang mal kleinere Gebäude machen, ein kleines Dörfchen oder so. Aber nicht hier, sondern irgendwo, wo ihr dann per Waypoint hin teleportieren können, dürfen, wollen. So, wir gehen mal Eisen suchen. Da ist zum Beispiel eins. So, das verbrennen wir. Das brauchen wir nicht, diese... Holzspitzhacke, genau.
Okay, wir haben noch einige Minuten Zeit in diesem Part. Jo, also ich werde jetzt mal den Waypoint am Spawn muss, müssen wir nicht. Ich werde einen Waypoint machen im Pokémon Center, damit wir einfach nach Hause kommen und dabei auch gut erkunden können. Und spätestens dann das Pokémon Center sowieso. Naja, dann ist es wahrscheinlich eine kleine Klinik oder so etwas. Oder eben wir bauen dort, aber ja, ich finde jetzt die Gegend nicht speziell. Also, so Westen weiß ich jetzt nicht, ob das recht passt. Also, wenn ihr mal wollt, wenn ihr es bisher schaut, der Part, und ich werde es wahrscheinlich unten noch schreiben, ob ihr wollt, dass ich eine Westenstadt mache oder ob ich ein normales Dorf machen soll irgendwo oder ein spezielles Dorf, was für ein Dorf und wie. Das dürft ihr gerne als Kommentar unten schreiben. Ich werde es mir anschauen und vielleicht auch dann ausführen. Und ja, ich freue mich darauf. Riesig. Und eben wenn ihr Vorschläge habt und Ideen, ab in die Kommentare. Dankeschön noch für so viele Aufrufe im ersten Part des anderen Let's Plays von Pixelmon. Es war leider nicht so gut, weil ich damals gerade wieder angefangen habe und auch ein paar Probleme mit dem Headset und sogar noch hatte. Aber ja, es ist recht gut, dass es trotzdem beliebt ist. Und ich freue mich darauf, jetzt wieder ein neues Projekt anfangen zu können und dürfen. Ja, also dann schauen wir mal, wie sich das Projekt so entwickelt. Wenn es mir wirklich Spaß macht, wenn Leute auch mitmachen, dann kann ich das Projekt endlos machen, immer weiterführen. Wie es sich mit Updates macht und so, muss ich schauen. Ich denke, man kann es einfach so updaten, ohne dass irgendwelche Config-Einstellungen oder so umgeändert werden. Sonst muss ich das halt nur wieder reinkopieren. Ich habe mir extra es rauskopiert, damit ich es habe, dann nachsehe, was ich umgestellt habe. Und sonst macht es auch nichts, wenn wir mal ein paar Probleme haben. So. Litwig. Okay. Das war jetzt laut. Wir müssen jetzt schauen, wo das Ding ist. Wahrscheinlich hier entlang ist das Pokémon-Sender. Hier haben wir sogar einen Dschungel. Einen Sumpf, meine ich. Und ein Dark Oak-Biom. Sehr schön. Dunkeleichen, Biom, Wald. So, also eine Farm könnten wir noch machen oder so, wo es speziell Pixel, also Pokémon hat. Die können wir dann mit Custom NPC, ouch, können wir mit Custom NPC dann einfügen, dann bleiben sie auch und haben dann auch irgendwas zu melden, also. Die bewegen sich dann oder sonst irgendwelche Sachen. Richtig schön. Und schön ist auch, dass hier kein Regen ist. Wetter noch ein bisschen zurück. Sehr laut. So. Was ist das? Ground Garden. Ah, schön. Noch mehr Müll. Noch mehr Müll. Oh. Ich kann nicht da nach oben springen. Also ich freue mich riesig auf dieses Projekt. Mein drittes momentanes Minecraft-Projekt, weil Minecraft-Parts so beliebt sind. Mache ich gerne Minecraft-Parts. Also
Ich bin einer, der gerne, ja, wie soll ich sagen, den Leuten helfen, die meine Videos schauen wollen. Und ja, also ich werde mich so richtig freuen, wenn dieses Projekt ein Knaller wird oder auch nicht wird, aber trotzdem, es ist etwas Geiles. Pixelmod ist geil, Minecraft ist geil, alles ist geil an dem, und dass wir jetzt hier sehen, was drin ist, ist auch cool. Richtig cool. Was ist denn das für ein Mod? Chest, irgendwas, glaube ich. Weiß jetzt nicht genau. So. Bis zum nächsten Mal machen wir noch eine Eisenspitzhacke. Ja, das reicht, ne? So. Sonst geht nämlich der Wecker an und nervt euch. So. Ich habe leider nur einen Wecker zum Zeit einstellen. Also. Dankeschön fürs Schauen des ersten Partes. Der zweite kommt sogleich. Und unten ist die Playlist verlinkt. Unten ist der Link zum Modpack. Unten habe ich noch die extra Mods eingefügt und wie es das Projekt so ausmacht. Und ja. Also, Dankeschön fürs Schauen und bis zum zweiten Part. Bye.